Wer sich über das reizvolle Ganivertal, dem Kopsee, nähert, sieht schon bald die imposante Betonsperre am oberen Talschluss. Die über 120 Meter hohe und 400 Meter breite Bogenmauer ist heute noch sehr eindrucksvoll. Zur Bauzeit in den 60er Jahren erschien sie geradezu gigantisch. Zwischen 1962 und 1967 wurde sie in einzelnen Blöcken betoniert, die selbst so groß waren, dass die darauf verwendeten Raupen wie Spielzeug wirkten. Die große Bogenmauer und die anschließende Schwergewichtsmauer bestehen aus fast 700.000 Kubikmetern Beton. Es entstand ein See mit einem Fassungsvermögen von über 40 Millionen Kubikmetern Wasser. Gespeist wird der Kopsee vor allem durch Zuflüsse und Wasserüberleitungen aus Tirol. Wenige Meter vom See entfernt, am Zainisjoch, verläuft die Landesgrenze zwischen Vorarlberg und Tirol. Das Krafthaus in Partennen ist von außen gar nicht sichtbar. Hinter dem eher unscheinbaren Tor verbirgt sich der Zugangsstollen zur Maschinen- und Transformatorenkaverne, die sich über 100 Meter tief im Berg befinden. Das Krafthaus steht in einer 70 Meter langen und 29 Meter hohen Kaverne, die von oben nach unten aus dem Fels gesprengt wurde. Die mächtigen Betonfundamente sind für die Verankerung der Maschinensätze erforderlich, die jeweils aus zwei Turbinen und einem Generator bestehen. Heute sieht man von den Maschinensätzen nur noch die Hauben. Und nur wenn eine Revision stattfindet, kommen die riesigen Turbinenräder und die Düsen, über die das Wasser auf die Turbinenschaufeln schießt, zum Vorschein. Die aus einem Stück gegossenen Pelton-Turbinen werden bei solchen Gelegenheiten genau kontrolliert und nachbearbeitet, die einzelnen Maschinenteile überholt oder bei Bedarf ganz ersetzt. Über einen Kabelstollen ist das Maschinenhaus mit einer zweiten Kaverne verbunden, in der sich die Transformatoren befinden. Das Wasser aus dem Kopsee gelangt über einen Druckstollen und einen Druckschacht in das Kraftwerk. Der Druckstollen hat einen Durchmesser von über 3 Meter. Eine Dimension, die auf diesen Aufnahmen aus der Bauzeit deutlich wird. Es war ein gefeiertes Ereignis, als die von zwei Seiten vorgetriebenen Stollen zusammenstießen. Heute sieht man nur noch einen kleinen Teil all dieser Einrichtungen, die 1969 vollendet waren. Aber man bekommt auch so eine Vorstellung von den Dimensionen der gesamten Anlage. Das genutzte Wasser und der erzeugte Strom landen übrigens beim Vermundwerk auf der anderen Talseite. Im dortigen Ausgleichsbecken bzw. in der Freiluftschaltanlage für das Kopswerk, die aus Platzgründen auf einer Plattform über dem Becken errichtet wurde. Von dort gelangt die Energie nach Börs und weiter zu den Partnern der Illwerke.